Okay, also nochmal guten Morgen zusammen und willkommen zur Vorlesung. Heute Überschrift Galois-Theorie und wir machen da weiter, wo wir am letzten Donnerstag waren. Und zwar, wir haben uns ja Galois-Erweiterung angeschaut. Vorlesung 24, da haben wir vor allem dann verschiedene Bedingungen kennengelernt, wie man Galois-Erweiterung definieren kann oder beschreiben kann. Äquivalente Bedingungen für LK, also so eine Körpererweiterung, dass die, wie man sagt, galoisch ist. Äquivalente Bedingungen für L über K, galoisch, war da das Wort, also eine Galois-Erweiterung. Und die brauchen wir. Am kürzesten oder am leichtesten zu merken ist vielleicht, Galois-Erweiterungen sind Erweiterungen, die sind normal und separabel. Das waren zwei Begriffe, die wir zumindest schon eine Vorlesung früher kannten, also zumindest schon von letzter Woche. Normale Erweiterungen und separable Erweiterungen. Also normal heißt sowas wie Zerfällungskörper und separabel heißt dann paarweise verschiedene Nullstellen, soll so ein Minimalpolynom haben, keine doppelten Nullstellen. Normal und separabel ist eine Möglichkeit, Galois-Erweiterung zu beschreiben. Und das war das Thema in unserer letzten Vorlesung. Und heute wollen wir dann zur Galois-Theorie im Prinzip kommen. Und damit ist gemeint, Galois-Theorie, dass bei Galois-Erweiterung werden wir sehen, ist diese Automorphismengruppe, können wir da sehr viel herauslesen. Also ich will das mal so beschreiben, Galois-Theorie, könnten wir sagen, ist das Zusammenspiel zwischen Körper- und Gruppentheorie. Zusammenspiel zwischen Körpertheorie. Also Körpertheorie ist klar, wir schauen hier ja gerade immer so eine Erweiterung an, L über K, also eine Körpererweiterung, L über K und Gruppentheorie, denn da wird diese Galois-Gruppe, die wird immer wichtiger werden und Gruppentheorie. Und Gruppentheorie spielt hier eben mit rein, dass wir jetzt da diese eine Gruppe haben, die wir immer anschauen, diese Gruppe von Automorphismen, Galois-Gruppe von L über K. Das sind die Automorphismen dieses Körpers L, die auf K eingeschränkt die Identität sind. Zusammenspiel zwischen Gruppen, Körpertheorie und Gruppentheorie. Sieht ein bisschen schöner aus, wenn das noch in eine Zeile passen würde. Versuchen wir mal. Das bezeichnet man meistens als Galois-Theorie. Ja, wir werden das gleich natürlich im Detail sehen. Erstmal brauchen wir einen Hilfssatz, ein Lemma zur Vorbereitung, Lemma 25.1. Nämlich, wenn wir eine Galois-Theorie und eine Galois-Erweiterung und einen Zwischenkörper haben, also es seien L über K eine Galois-Erweiterung, es seien L über K eine Galois-Erweiterung und Z ein Zwischenkörper, Z ein Zwischenkörper, Körper, Teilkörper von L, der über dem kleinen Körper K liegt, Zwischenkörper. Und das brauchen wir heute so oft, das Wort kürze ich öfter ab, Zwischenkörper. Dann ist auch die Erweiterung L über Z, also L über diesen Zwischenkörper, eine Galois-Erweiterung. Dann ist auch L über Z eine Galois-Erweiterung. Dann ist auch die Erweiterung L über Z eine Galois-Erweiterung. Also wir haben eine Galois-Erweiterung L über K und einen Zwischenkörper Z. Dann ist die Aussage auch diese Erweiterung L über dem Zwischenkörper ist eine Galois-Erweiterung. Beweis ist ganz gut für uns, um nochmal die Begriffe normal und separabel zu wiederholen. Also Beweis. Ja, nach Voraussetzung, die Erweiterung L über K galoisch ist, dann ist die also normal und separabel. Nach Voraussetzung ist L über K normal und separabel. Galois-Erweiterung, also ist die normal und separabel. Ja, jetzt können wir nochmal wiederholen, was das bedeutet. Das bedeutet, für alle Elemente Alpha aus L, normal heißt, das Minimalpolynom von diesem Alpha zerfällt in dem großen Körper L in Linearfaktoren. Also für alle Alpha aus L zerfällt das Minimalpolynom von Alpha über K. Über K zerfällt es natürlich noch nicht, da ist es irreduzibel, da ist es ein Minimalpolynom. Aber über L hat es dann die Nullstelle Alpha und normal bedeutet gerade, dass da dann alle Nullstellen liegen. Also zerfällt das hier in L adjungiert X in Linearfaktoren. Und separabel heißt, dass die Nullstellen alle verschieden sind. Also können wir das zusammenbauen
in, zerfällt in paarweise verschiedene Linearfaktoren. Paarweise verschieden steckt in dem Wort separabel drin oder ist eben die Definition von separabler Erweiterung, dass solche Minimalpolynome separable Polynome sind ohne mehrfache Nullstellen. Und normal bedeutet eben, dass sobald ich die Nullstelle Alpha eben habe in dem größeren Körper, dann habe ich da auch alle Nullstellen, also zerfällt in Linearfaktoren. So, und jetzt brauchen wir das auch für die Erweiterung L über dem Zwischenkörper. Beachte, Doppelpunkt. Das Minimalpolynom von Alpha über K ist ja auch ein Polynom über dem Zwischenkörper. Also das können wir lesen als Polynom, liegt in Z adjungiert X und hat natürlich die Nullstelle Alpha und hat die Nullstelle Alpha. Also kann das Minimalpolynom über dem Zwischenkörper nur kleiner sein. Ich mache vielleicht doch mal hier irgendwo an Rand oder wo es auch gerade hinpasst, die Situation, dass wir die immer im Kopf haben, LZ über K. Ja, also wir haben jetzt hier ein Alpha aus L, ein Alpha aus L hier oben und dann hat es ein Minimalpolynom über K und das Minimalpolynom über dem Zwischenkörper, das kann ja höchstens kleiner sein. Ne? Und hier nochmal das Argument, wie das genau ist. Naja, wir haben ja das Minimalpolynom über dem Grundkörper, das können wir auch lesen als Minimal, also als Polynom hier drüber mit Nullstelle Alpha. Also ist das Minimalpolynom von Alpha über Z ein Teiler davon. Daraus folgt, das Minimalpolynom von Alpha über Z ist ein Teiler davon. Ich verweise hier mal so auf die Eigenschaften vom Minimalpolynom 21.2, wo wir das definiert haben. Also kurz gesagt, das Minimalpolynom über dem Zwischenkörper kann ja nur kleiner sein, also ein Teiler davon. Naja, und wenn das hier schon in Linearfaktoren zerfällt über L, dann auch ein Teiler davon, ne? Dann auch jeder Teiler davon. Also daraus folgt auch M Alpha über Z. M Alpha Z zerfällt in L adjungiert X. Zerfällt in L adjungiert X. Sagen wir wieder in paarweise verschiedene Linearfaktoren. Paarweise verschiedene Linearfaktoren. Ja, wenn das größere Polynom sozusagen keine mehrfachen Nullstellen hat, dann kann ein Teiler davon auch keine mehrfachen Nullstellen haben. Und wenn das hier in Linearfaktoren zerfällt, dann auch der Teiler davon. Und das ist genau die Definition davon, dass die Erweiterung L über Z normal und separabel ist. Alle Minimalpolynome von Elementen über Z haben diese Eigenschaft. Also das galt für alle Alpha aus L, das galt für alle Alpha aus L, also ist L über Z, also ist L über Z normal und separabel. Normal und separabel. Und das ist eine Möglichkeit zu beweisen, dass die Erweiterung galoisch ist, wenn sie normal und separabel ist. Normal und separabel ist. Okay, und worum es jetzt immer gehen wird, ist auf der einen Seite Zwischenkörper zu haben von so einer Erweiterung, von so einer Galois-Erweiterung, Zwischenkörper, und auf der anderen Seite Untergruppen von dieser Galois-Gruppe. Und dazu zunächst mal eine Bemerkung oder Beobachtung. Beobachtung, Doppelpunkt. Also, wenn wir einen Zwischenkörper haben, für einen Zwischenkörper Z von so einer Erweiterung L über K, haben wir auch nämlich eine Untergruppe, nämlich die Gruppe, die wir gerade ja immer anschauen, sind die Automorphismen von L über K, also die Automorphismen von L, die auf K eingeschränkte Identität sind. Da können wir die Untergruppe betrachten, Automorphismen von L über Z. Das ist dort eine Untergruppe. Ja, jeder Automorphismus, der auf Z sogar die Identität ist, ist erst recht auf dem kleineren Körper K die Identität. Und nochmal, hier gibt es immer mehrere Bezeichnungen. Also das ist eben auch wirklich genau das, was als Galois-Gruppe so bezeichnet wird. Und das hier wäre dann eben die Galois-Gruppe von L über Z. Galois-Gruppe von L über Z. Die ist eine Untergruppe, weil das sind Automorphismen per Definition, die auf der linken Seite auf Z die Identität sind, dann sind sie erst recht auf K die Identität. Und wir haben auch einen umgekehrten Weg von Untergruppen zu Zwischenkörpern für eine Untergruppe U von
AutLK, also von dieser Automorphismengruppe, nämlich für eine Gruppe von Automorphismen haben wir ja letzte Stunde den Fixkörper definiert. Das war diese Definition, L hoch, ja, da oben stand dann die Gruppe G oder so. Und jetzt eben für so eine Untergruppe kommt hier wieder ein Teilkörper von L heraus. Und wenn man das von den Notationen her durchdenkt, das sollen jetzt nur Automorphismen sein, die sowieso schon auf K die Identität sind. Also liegen alle Elemente aus K in diesem Fixkörper. Also ist das hier wirklich ein Körper, der zwischen L und K liegt. Also so kommt ein Zwischenkörper heraus. Ein Zwischenkörper. Okay, sehr abstrakt von den Notationen her, aber an diese beiden Wege müssen wir uns jetzt gewöhnen. Auf der einen Seite von Zwischenkörpern kommen wir zu Untergruppen von dieser gesamten Automorphismengruppe und auf der anderen Seite von Untergruppen von dieser gesamten Automorphismengruppe kommen wir darüber, dass wir diese Fixkörper betrachten, zu Zwischenkörpern. Und bei Galois-Erweiterung ist das tatsächlich eine genaue Korrespondenz, also bijektiv geht in beide Richtungen 1:1 und das ist das Hauptergebnis, was wir noch beweisen wollen. Das ist der sogenannte Hauptsatz der Galois-Theorie. Hauptsatz der Galois-Theorie, Satz 25.2 in unserer Nummerierung, Hauptsatz der Galois-Theorie, also es geht wieder los mit, es sei LK eine endliche Galois-Erweiterung. Ich sage jetzt hier mal endlich dazu, aber eigentlich haben wir das hier so definiert in unserer Vorlesung, dass wir sowieso gerade nur endliche Erweiterungen nur noch anschauen. Es sei L über K eine endliche Galois-Erweiterung. Mit, die Galois-Gruppe abkürzend soll jetzt auch immer G heißen, G, diese Automorphismengruppe von L über K, die Galois-Gruppe von L über K. Und dann brauche ich jetzt Bezeichnung für diese Zwischenkörper und für diese Untergruppen. Und zwar weiter seien, machen wir so ein Schreibschrift Z, die Menge aller Zwischenkörper, die Menge aller Z, mit Z ist ein Zwischenkörper. Z ist Zwischenkörper von L über K. Und ebenso geschwungenes U, die Menge aller Untergruppen. Die Menge aller U, mit U ist Untergruppe von dieser Gruppe G. U ist Untergruppe von G. Also die Menge aller Zwischenkörper von dieser Erweiterung und die Menge aller Untergruppen von dieser Galois-Gruppe, dieser Automorphismengruppe. Aussage, die stehen in Bijektion zueinander, dann sind die Abbildungen F, nennen wir sie mal, von der Menge dieser Zwischenkörper Z in die Menge dieser Untergruppen U. Und zwar, das haben wir uns gerade in der Bemerkung vorher schon überlegt, wenn ich einen Zwischenkörper Z habe, dann kann ich ja die Automorphismen betrachten, die nicht nur auf dem Grundkörper K, sondern auch auf dem Zwischenkörper Z die Identität sind, also genau diese Gruppe. Und das liefert mir dann eine Untergruppe von allen Automorphismen. Und umgekehrt, wenn ich in die andere Richtung, von Untergruppen zu Zwischenkörpern, sobald ich eine Untergruppe von allen Automorphismen habe, kann ich schauen, welche Elemente werden genau von diesen aus U fixiert. Das war dieser Fixkörper, diese Notation. Und das liefert mir irgendeinen Zwischenkörper. Also erstmal so von der Definition der ganzen Notation haben wir schon mal ganz formal diese Abbildungen hier. Und die Aussage ist, die sind wirklich bei Galois-Erweiterung inverse Bijektionen, sind diese Abbildungen zueinander inverse und noch eine Eigenschaft, inklusionsumkehrende, also Teilmengen auf der einen Seite landen zu Obermengen sozusagen auf der anderen Seite, inklusionsumkehrende Bijektionen. Das ist der Hauptsatz der Galois-Theorie. Und das wird manchmal bezeichnet als Galois-Korrespondenz, sogenannte Galois-Korrespondenz. Sogenannte Galois-Korrespondenz. Korrespondenz, also dass wir hier so eine Bijektion, so eine Korrespondenz haben. Das heißt also auf der einen Seite die Untergruppen korrespondieren zu Zwischenkörpern. 1:1 korrespondieren zu Zwischenkörpern. Galois-Korrespondenz.
schauen uns dann gleich natürlich Beispiele an, aber erstmal müssen wir diesen Satz hier durcharbeiten und ja, die abstrakten Begriffe da drin verstehen. Und dann gibt es noch eine Zusatzaussage, oder wir können das auch noch mit den Mächtigkeiten, den Ordnungen und Index in Verbindung bringen. Für einen Zwischenkörper, also das könnte ich jetzt so schreiben, für ein Z aus der Menge dieser Zwischenkörper, für ein Z aus der Menge Schreibschrift Z und die entsprechende Untergruppe, und die könnte ich jetzt so schreiben, das sind die Automorphismen vom großen Körper L, die sogar auf diesem Zwischenkörper Z die Identität sind, und U, diese Automorphismengruppe, gelten außerdem, Doppelpunkt, dass das auch alles von den Ordnungen und Indizes und Mächtigkeiten zusammenpasst, nämlich der Grad der Erweiterung L über diesem Zwischenkörper ist genau die Ordnung der Untergruppe U. Also der Grad dieser Erweiterung ist genau die Ordnung der Untergruppe U. Und der Grad der unteren Erweiterung Z über dem Grundkörper K ist dann genau der Index dieser Untergruppe U. Also Gruppenordnung geteilt durch Ordnung von U. Index dieser Untergruppe U. Das soll hier auch noch mit in diesem Satz mit dabei sein. Okay, wollen wir tatsächlich beweisen, denn da ist jetzt nicht mehr so viel zu tun. Die Hauptarbeit haben wir letzte Stunde gemacht mit den Definitionen der Galois-Theorie, der Galois-Erweiterung. Und jetzt werden wir feststellen, ist hier vieles tatsächlich wirklich ja nur deshalb schwierig, weil die Notationen irgendwie noch so zu verstehen sind, so neu zu verstehen. Fangen wir mal zum Beispiel mit dem Inklusionsumkehrend an. Wenn wir das durchdenken, das ist eigentlich tatsächlich... Ja, müssen wir dann nur diese Notationen verstehen. Nämlich, was ist, wenn ich eine Untergruppe U1 enthalten in der größeren Untergruppe U2 habe? Und das sind jetzt alles Gruppen von Automorphismen, also Untergruppen dieser Gesamtautomorphismengruppe. Was gilt dann bei den Fixkörpern? Dann sind das hier per Definition alle Elemente aus dem Körper L, die von allen Automorphismen aus U2 fixiert werden, also auf sich selbst abgebildet werden. Naja, die werden dann erst recht von allen Automorphismen aus U1 auf sich selbst abgebildet. Also tatsächlich nur von der Definition dieser Notation her ist das enthalten in diesem kleineren Fixkörper, in diesem größeren Fixkörper von allen, die von U1 fixiert werden. Und umgekehrt genauso, wenn wir das umgekehrt durchdenken, wenn ich zwei Zwischenkörper habe, dann ordne ich denen jetzt ja diese Automorphismengruppe zu. Alle Automorphismen, die auf Z2 die Identität sind, die sind per Definition auf der kleineren Teilmenge erst recht auch die Identität. Also die sind per Definition auch alle auf Z1 die Identität. Das heißt, da gilt genau dann diese umgekehrte Inklusion auf der anderen Seite. Also inklusionsumkehrend haben wir, und jetzt ist zu zeigen, dass diese Wege in beide Richtungen zu gehen, von Zwischenkörpern zu Untergruppen, dass das dann Bijektionen liefert. Also müssen wir das zweimal machen. Und die Abbildung hießen oben F und G. Wenn ich erst G und dann F mache, dann soll die Identität auf der Menge aller Untergruppen rauskommen. Und andersrum, wenn ich erst F und dann G mache, dann soll die Identität auf der Menge aller Zwischenkörper herauskommen. Wenn wir das beides gezeigt haben, dann haben wir ja gezeigt, dass das zueinander inverse Bijektionen sind. Also bijektiv zeigen wir hier am besten einfach, indem wir das mit der Umkehrabbildung sozusagen nachrechnen, weil wir die ja eh hier gegeben haben. Gut, machen wir das. Es ist F von G von einer Untergruppe U. Die Untergruppe wird auf diesem Fixkörper L U abgebildet. Alle Elemente von L, die von allen Automorphismen aus U festgelassen werden. Und dieser Fixkörper wird dann abgebildet auf Out L über L U. Und dass hier genau wieder die Untergruppe oder diese Gruppe U herauskommt, war schon eine unserer Aussagen von den Galois-Erweiterungen. Also dass hier kommt genau U heraus nach dem Zusatz,
Das stand bei unserem Satz über Galois-Erweiterung mit dabei. Nach dem Zusatz in Satz 24.3. Und zwar, da war das immer, da war das ein G in dem Satz. Und jetzt hier eben angewandt auf die Galois-Erweiterung, angewandt auf die Galois-Erweiterung L über LU. Galois-Erweiterung L über LU. Und was ist, wenn wir mit einem Zwischenkörper starten? Dann brauchen wir also G von F von einem Zwischenkörper Z. Also der Zwischenkörper, der wird abgebildet auf die Automorphismen von L, die auf diesem Zwischenkörper die Identität sind. Also auf diese Gruppe out LZ. Und so eine Gruppe wird dann abgebildet auf den entsprechenden Fixkörper L hoch diese Gruppe, also L hoch out LZ ist jetzt hier die Notation. Und dass da genau wieder Z herauskommt, stand auch schon in unserem Satz über Galois-Erweiterung. Also dass jetzt hier genau Z herauskommt, ist das gleiche gewesen. Also nach dem Zusatz in Satz 24.3 jetzt angewandt. Nach dem Zusatz in Satz 24.3 angewandt. Auf die Erweiterung L über Z. Und das ist eine Galois-Erweiterung. Das wissen wir nach Lemma 25.1. Auf die in Klammern nach Lemma 25.1 Galois-Erweiterung von L über Z. Diese obere Erweiterung L über dem Zwischenkörper ist auch immer eine Galois-Erweiterung. Also da können wir auch das anwenden, was wir schon in dem Satz hatten. Und da haben wir uns in dem Satz überlegt gehabt, dass wenn ich die Automorphismengruppe benutze hier und dann diesen Teilkörper baue, dass ich dann auch wirklich genau bei Z lande. Gut, vielleicht jetzt hier auch schon mal eine Skizze, werde ich heute öfter malen, aber dass wir das schon mal so im Kopf haben. Also wir haben L und einen Zwischenkörper Z und den Grundkörper K natürlich in dieser Körpererweiterung LZK. So, und jetzt haben wir hier diese Bijektionen zu den Untergruppen. Also der Zwischenkörper, der ist irgendwie der Fixkörper von einer Untergruppe U. Der Grundkörper wird ja von all diesen Automorphismen, die wir gerade anschauen, fixiert. Also der Grundkörper ist der Fixkörper von der gesamten Automorphismengruppe. Und der Körper hier oben ist sozusagen der Fixkörper nur von der Identität. Identität fixiert jedes Element, das wir uns gerade anschauen, also alle Alpha aus L. So sieht das also auf der einen Seite immer aus. Und auf der anderen Seite haben wir die Gruppen, die Untergruppen. Ganz unten haben wir die Gruppe G, wir haben irgendeine Untergruppe U und hier eine Untergruppe, die nur aus der Identität besteht. Und das G, das war die Gruppe aller Automorphismen, von L, die auf K die Identität sind. Die Untergruppe sind dann die Automorphismen, die sogar auf dem Zwischenkörper die Identität sind. Und nur auf, oder die Automorphismen, die auf dem Gesamtkörper die Identität sind, naja, das ist nur eine, ne? Nämlich die Identität ist die einzige Möglichkeit, dass es auf allen Elementen aus L die Identitätsabbildung ist. Also so sieht dieses Bild hier so aus von diesen Notationen. Und jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig mit diesem Beweis. Wir hatten hier noch die Aussage, dass das sozusagen auch mit den Ordnungen und Mächtigkeiten alles zusammenpasst, das Bild. Das müssen wir noch beweisen. Weiter folgt, Doppelpunkt. Der Grad von L über dem Zwischenkörper, also dieser Grad hier oben, ist, könnten wir auch jetzt sagen, ist der Grad von L über dem Fixkörper LU, ist der Grad von L über dem Fixkörper LU. Und dass da genau die Ordnung der entsprechenden Automorphismengruppe, also jetzt hier U herauskommt, war auch eine der Bedingungen für Galois-Erweiterung. Ne? Also letzte Vorlesung war das dann immer ein G hier. Das L über LG hat genau den Grad Ordnung von G. Also hier genau jetzt Ordnung von U. Satz 24.3. Also das passt auch hier, dass dieser Grad hier oben ist genau die Ordnung der Untergruppe U
Und dann folgt das auch für den unteren Teil, dass dieser Grad ist genau der Index von U in G. Also dieser Grad da unten und somit der Grad von Z über K. Den kann ich ja berechnen als, also der Grad von Z über K, den kann ich ja berechnen als Gesamtgrad L über K und dann den oberen Grad L über Z rausdividiert. Also die Produktformel für Körpergrade ein bisschen umgestellt hier. Und der Gesamtgrad ist Ordnung von der Gruppe G, der obere ist Ordnung von der Untergruppe U, hatten wir gerade gesagt. Und das hier ist ja nur die Definition gewesen vom Index von so einer Untergruppe. Gesamtgruppenordnung durch Ordnung der Untergruppe. Beweis beendet. Okay, sehr abstraktes Ergebnis zunächst mal. Müssen wir natürlich mit Beispielen auffüllen, um das irgendwie zu verstehen oder zu sehen, wie das jetzt genau funktioniert. Wir machen als erstes dieses Beispiel, was wir hier schon die ganze Zeit durch die Vorlesung ziehen, mit der dritten Q-adjungiert dritte Wurzel 2. Also der Grundkörper ist dann natürlich K gleich Q und die Erweiterung, die wir anschauen wollen, ist Q-adjungiert. Ja, Q-adjungiert dritte Wurzel 2 hatten wir gesehen, ist keine Galois-Erweiterung, weil die ist ja nicht normal, da fehlen die komplexen Nullstellen. Aber wenn ich wieder diese dritte Einheitswurzel Z mit dazu tue, dann ist es der Zerfällungskörper. Zerfällungskörper von x hoch 3 minus 2 über Q in C. Und dann ist es eine Galois-Erweiterung. Ne? Dann habe ich alle drei Nullstellen von diesem Polynom da drin. Dann ist es normal. Und separabel hatten wir gesagt, ist über Q. Natürlich ist sowieso jede Erweiterung. Also das Wort zieht sich nur so ein bisschen mit, aber das brauchen wir dann bei den Beispielen über Q gar nicht genau beachten. Also das hier und Z schreibe ich jetzt nicht mehr genau auf. Ne? Das war diese dritte Einheitswurzel, hatten wir öfter dieses Beispiel. Ja, und jetzt könnten wir uns ja fragen, was sind hier alle Zwischenkörper von dieser Erweiterung? Also gesucht alle Zwischenkörper von dieser Erweiterung, L über Q, L über K oder L über Q. Ich mache da mal einen Stern an diese Fragestellung dran. Alle Zwischenkörper von L über Q. Ja, also was ich gerade schon gesagt hatte, nur nochmal Verweis, um das nochmal nachzulesen. Das Beispiel hatten wir letzte Stunde und es hat uns gesagt, diese Erweiterung ist eine Galois-Erweiterung, ist galoisch als Adjektiv. Und was wir auch schon gemacht haben, ist, wir haben die Galois-Gruppe bestimmt, also den Isomorphietyp davon, die Automorphismen von L, die auf Q die Identität sind, da gab es genau 6 und da haben wir uns überlegt, da kommt die Gruppe S3 heraus. Also das nehmen wir jetzt mal so hin, das hatten wir schon beim letzten Mal, dass hier die Galois-Gruppe isomorph zur S3 war. Das war irgendwie so, dass die drei Nullstellen von dem Polynom hier, die wurden permutiert und das gab uns den entsprechenden Isomorphismus in die S3. Ja, ein Automorphismus von so einem Körper, der muss diese Nullstellen permutieren und deswegen passierte, dass das hier S3 herauskam. So, und wenn wir jetzt also alle Zwischenkörper von dieser Erweiterung wissen wollen, dann reicht es nach dem Hauptsatz oder ist das äquivalent dazu, alle Untergruppen von dieser Gruppe zu bestimmen. Und das ist eine ziemlich kleine Gruppe hier mit 6 Elementen, da können wir alle Untergruppen aufschreiben. Also für die Fragestellung Stern, für Stern reicht es also alle Untergruppen von S3 zu kennen, sage ich mal, zu kennen. Ja, zeichnen wir doch da mal den Untergruppengraph von der S3. Untergruppengraph, Doppelpunkt. Und zwar machen wir mal hier unten die S3 hin. Dann haben wir natürlich... Ja, kleinstmögliche Untergruppe besteht nur aus der Identitätspermutation, ist klar. Und was für Elemente haben wir in der S3? Wiederholung, S3 hat ja 3 Transpositionen. Ne? S3 hat diese Elemente 1, 2 werden vertauscht, 1, 3 werden vertauscht oder 2, 3 werden vertauscht. Und die erzeugen jeweils eine Untergruppe. Ne? Also die davon erzeugte Untergruppen gibt es natürlich jeweils in der S3. Also diese Untergruppen haben wir hier schon mal im Untergruppengraph. Diese
Transposition, wie wir sie genannt hatten, diese zwei Zykel erzeugen uns Untergruppen. Und was habe ich noch für überhaupt andere Elemente in der S3? Die drei Zykel, und die liefern uns die Untergruppe A3. Mache ich mal ein bisschen weiter nach unten. Hier die A3, die wir auch lesen könnten als, die wird von einem der beiden Dreizykel oder jeder der beiden Dreizykel erzeugt diese Untergruppe A3 mit drei Elementen. Das wissen wir vielleicht noch, dass das ja alle Untergruppen in der S3 waren. Ne? Es gibt nur diese Transposition und die Dreizykel, also lande ich auch nur bei diesen Untergruppen. Und ich habe das hier schon so gemalt, schreiben wir das ruhig in Klammern hier mal darunter, dass wir das jetzt immer so machen werden. Also für die Galois-Korrespondenz zeichnen wir immer die große Gruppe nach unten und dann so sozusagen falsch rum. Also für die Galois-Korrespondenz zeichnen wir immer die kleinste Untergruppe nach oben. Die kleinste Untergruppe nach oben. Denn diese Abbildung zwischen Untergruppen und Zwischenkörpern, die war ja inklusionsumkehrend. Also damit es gleich sozusagen richtig rum ist, damit es bei den Zwischenkörpern, das Wort kürze ich jetzt immer ab, in Anführungszeichen richtig herum ist, damit es bei den Zwischenkörpern richtig herum ist. Also woran lag das? Ja, diese Abbildungen zwischen Untergruppen und Zwischenkörpern, diese Korrespondenzen, die waren ja inklusionsumkehrend. Also kleine Untergruppe liefert den großen Körper L und je größer die Untergruppe dann wird, desto kleiner wird der Zwischenkörper. Das nur mal so als Kommentar, so werden wir das jetzt hier immer bauen, dieses Bild. So, und jetzt, also was ist das formale Argument? Ja, das ist natürlich unser Hauptsatz von gerade eben, dass der Zwischenkörpergraph sozusagen genauso aussehen muss. Also der Hauptsatz sagt uns jetzt, die Erweiterung L über Q, wenn diese Galois-Gruppe nur diese vier Untergruppen da in der Mitte hat, dann hat L über Q auch nur vier, hat genau vier nicht-triviale Zwischenkörper. Also ein Zwischenkörper wäre L und einer wäre Q und die anderen sind eben diese vier in der Mitte. Genau vier nicht-triviale Zwischenkörper. Und der Zwischenkörpergraph muss genauso aussehen wie der Untergruppengraph. Und der Zwischenkörpergraph muss in Anführungszeichen genauso aussehen. Das ist jetzt hier nicht so spannend, weil die Untergruppen hier, die sind ja jetzt nicht irgendwie ineinander enthalten, ne? Aber prinzipiell, wenn da jetzt viele Untergruppen ineinander enthalten wären und so, dann wegen dem Inklusionsumkehren hätten wir bei den Zwischenkörpern auch genau die gleichen Striche sozusagen ineinander enthalten. Muss genauso aussehen, also malen wir den auf, also Doppelpunkt. Muss genauso aussehen. Und jetzt eben so rumgemalt, dass ich ganz oben den großen Körper, der hier herauskommt, also L hinmale, Q adjungiert dritte Wurzel 2, Z. Und ganz unten den Körper Q. Und jetzt malen wir dann unsere ganzen Zwischenkörper hin. Ganz unten den Körper Q. Ja, dann habe ich hier drei Untergruppen gehabt, also brauche ich hier drei Zwischenkörper, die alle sozusagen auf der gleichen Ebene liegen, drücke ich es jetzt mal aus. Und zwar, was habe ich für einen Zwischenkörper? Naja, ich könnte ja zunächst mal nur das Element dritte Wurzel 2 dazu adjungieren. Also wir haben ja auf jeden Fall diesen Zwischenkörper. Und ich hätte aber auch eine andere Nullstelle benutzen können. Also ich hätte auch die komplexe Nullstelle dritte Wurzel 2 mal Zeta benutzen können. Und ich hätte auch die komplexe Nullstelle dritte Wurzel 2 mal z Quadrat benutzen können. Also die liefern uns ja alle jeweils einen Zwischenkörper da drin, wenn ich eben nur eine so eine Nullstelle hinzufüge, die anderen noch fehlen. Und das sind genau diese drei Zwischenkörper hier. Ich versuche das ein bisschen enger zu machen, dass das vom Bild doch irgendwie besser wirklich so aussieht, wie ich den Graph da oben gemalt habe. Also hier habe ich den eher ein bisschen so gemalt. Das ist natürlich nicht so wichtig.
Und dann gibt es noch einen weiteren Zwischenkörper nach diesem Bild da oben. Was könnten wir noch machen? Wir könnten ja nur das Element Zeta an Q adjungieren. Also Q adjungiert Zeta muss auch ein Zwischenkörper sein. Und das ist dann der Zwischenkörper, der genau dem hier entspricht. Q adjungiert Zeta. Okay, warum konnten wir die auch so finden? Ja, in dem Hauptsatz über Galois-Theorie stand auch, dass die Zahlen, also auf der einen Seite habe ich ja bei Gruppen, bei Untergruppen habe ich die Ordnung der Untergruppen und den Index, dass die genau auf beiden Bildern übereinstimmen. Also ich will hier mal hinmalen, diese Gruppen hier, die haben ja jeweils zwei Elemente. Also ist hier sozusagen der Schritt hier von Identität zu dieser Untergruppe hat die Ordnung oder den Index 2. Und hier die A3, wissen wir ja, die hat von den 6 Permutationen enthält die 3. Also hier steht die Zahl 3. Und hier steht dann sozusagen der Index davon in der Gesamtgruppe. Der Index von der A3 in der S3 ist 2. Und hier dann entsprechend 3, 3, 3. Ja, also das hier ist hier oben. Es ist sozusagen die Ordnung dieser Untergruppe, also der Index davon da drin, wenn man so will. Und hier unten bei diesen Strichen ist es dann der Index der Untergruppe in der Gesamtgruppe. Und diese Zahlen müssen hier genauso aussehen und deswegen wussten wir auch, dass hier genau diese Körper stehen müssen. Denn wenn ich nur das Element dritte Wurzel 2 über Q adjungiere, dann kriege ich ja eine Erweiterung vom Grad 3. Ne? Wenn ich nur eine so eine Wurzel adjungiere, eine so eine Nullstelle, ist auch egal welche, dann kriege ich hier eine Erweiterung vom Grad 3. Die Gesamterweiterung hatten wir uns schon mal angeschaut, die hat Grad 6. Insofern muss hier oben dann immer 2 sein, dieser Schritt, wo noch diese dritte Einheitswurzel dazu kommt. Der hat den Grad 2 und hier auf der rechten Seite dementsprechend umgedreht die Zahlen. Auf der rechten Seite sieht es dann so aus, hatten wir uns auch schon mal überlegt, dass dieser Schritt hier dann den Grad 2 hat. Okay, noch ein letzter Kommentar oder weitergemacht in diesem Beispiel. Wir haben jetzt hier immer schon benutzt die Galois-Gruppe. Beim letzten Mal haben wir uns überlegt, die ist abstrakt isomorph zu S3. Also wir haben hier gar nicht mehr mit dieser Gruppe von Automorphismen gearbeitet, sondern wir haben lieber uns überlegt, das ist eine Gruppe S3 und dann sehen da die Untergruppen so aus. Und deswegen muss das Bild so aussehen. Jetzt doch nochmal einen Schritt zurück, dass das hier ja eigentlich Automorphismen sind, Körperautomorphismen. Einen davon können wir nämlich gut immer aufschreiben, die komplexe Konjugation. Also komplexe Konjugation. Komplexe Konjugation ist ja eine Abbildung, ich nenne sie mal Tau von C nach C zunächst mal. Eine Zahl Z wird abgebildet auf Z quer. Die liefert uns ein Element in dieser Galois-Gruppe, in dieser Gruppe von Automorphismen, liefert ein Element der Galois-Gruppe, liefert ein Element der Galois-Gruppe, denn was passiert, wenn ich die hier komplex konjugiere? Also was passiert, wenn ich die dritte Wurzel aus 2 komplex konjugiere? Das ist ja die reelle dritte Wurzel 2, also da ändert sich nichts. Und was passiert, wenn ich das Zeta komplex konjugiere? Naja, dann kommt Zeta quer heraus. Bei so einer Einheitswurzel ist das gleiche wie Zeta hoch minus 1. Weil das die dritte Einheitswurzel ist, ist das einfach nichts anderes als Zeta Quadrat hier. Verschiedene Möglichkeiten, das aufzuschreiben. Jedenfalls eine Möglichkeit, sich schnell zu überlegen, beim Komplexkonjugieren landen diese Elemente hier wieder auf sich selbst oder auf Zeta Quadrat, also liegen da jedenfalls auch in dem Körper drin. Also dieser Gesamtkörper L, der wird beim Komplexkonjugieren wieder auf sich selbst abgebildet, weil eben das mit dem Erzeugern so passt, dritte Wurzel 2 und Zeta. Und also L wird auf L und somit können wir das Komplex konjugieren auch sozusagen nur als Abbildung von L nach L anschauen. Das nenne ich jetzt Tau Schlange als Abbildung von L nach L und somit ist diese Abbildung hier definiert, wenn ich das nur von L nach L lese. Und es ist ja ein Automorphismus, also das ist jetzt irgendein Automorphismus und der ist auf dem Grundkörper Q natürlich die Identität. Rationale oder reelle Zahlen werden beim Komplexkonjugieren ja nicht verändert. Also das liefert uns ein Element der Galois-Gruppe. Das ist jetzt nochmal anders hingeschrieben, dieses Tau Schlange ist jetzt ein Element von dieser
Galois-Gruppe von L über Q. Jetzt könnten wir uns fragen, welcher Zwischenkörper korrespondiert, welcher Zwischenkörper, ich sag einfach mal gehört zur Untergruppe U, die von Tauschlange erzeugte Untergruppe in G. Welcher Zwischenkörper gehört zu dieser Untergruppe, die von Tauschlange erzeugt wird? Antwort, also wie war die Beziehung zwischen Zwischenkörpern und Untergruppen? Ja, es kommt ja dieser Fixkörper heraus, LU. Also es kommen heraus alle Elemente aus L, die von allen Elementen aus der Untergruppe U fixiert werden. Gut, in dieser Untergruppe sind nur zwei Elemente drin, die Identität und dieses Tauschlange. Identität und diese komplexe Konjugation. Welche Elemente werden von der komplexen Konjugation fixiert? Ja, genau die reellen Zahlen, ne? Und deswegen, hier ist überall was Komplexes mit dabei. Das wird nicht festgelassen beim Komplexkonjugieren. Aber hier, das ist der reelle Zwischenkörper sozusagen. Also Q adjungiert dritte Wurzel 2 ist der Körper, der Zwischenkörper, wo die Elemente alle beim Komplexkonjugieren sich nicht ändern. Antwort das hier. Und was wir hier auch nochmal sehen können, ist, dass das mit den Ordnungen und Indizes passt. Also beachte die Ordnung von dieser Untergruppe ist ja 2. Eine komplexe Konjugation ist ein selbstinverses Element, also hoch 2 gleich Identität, hat eine Untergruppe der Ordnung 2 erzeugt und der ist gleich 2, oder Entschuldigung, vielleicht schreibe ich das hier direkt weiter. Und was dabei 2 herauskam, war dann eben der Index von L über diesem Zwischenkörper. Und der In ist gleich der Index von L über diesem Zwischenkörper. Index von L über diesem Zwischenkörper. Okay, also das Beispiel ist jetzt hier beendet. Nochmal kurz darauf hingewiesen, was war jetzt sozusagen der Gewinn? Also wir haben hier so eine Körpererweiterung, Q adjungiert dritte Wurzel 2 Zeta, ist eine Erweiterung vom Grad 6 über Q, die wir vielleicht ganz gut verstehen. Aber die Frage, was sind da alle möglichen Zwischenkörper? Das ist schon eine schwierige Frage zunächst mal. Ne? Was kann man sich da alles denken an Zwischenkörpern? Natürlich findet man irgendwie so durch Überlegen, ja gut, ich könnte doch nur ein Element mal dazu adjungieren, dann lande ich bei einem Zwischenkörper. Oder das andere Element hier dazu adjungieren, dann lande ich bei einem Zwischenkörper. Aber wie wissen wir, dass das alle Zwischenkörper sind? Ja, da ist jetzt eben der Hauptsatz der Galois-Theorie, dieses wichtige Werkzeug, dass wir statt Zwischenkörper zu suchen, auch Untergruppen in der entsprechenden Gruppe suchen können. Und wenn dann eben so eine kleine Gruppe herauskommt, wie die S3, können wir die Untergruppen schnell aufschreiben und können damit uns überlegen, okay, das müssen auch wirklich jetzt hier alle Zwischenkörper sein. Ich habe hier keinen vergessen oder es gibt keine andere Möglichkeit, hier aus denen was zu bauen, mit denen ich irgendwie einen neuen Zwischenkörper erreichen könnte. Okay, das als erstes Beispiel zum Hauptsatz der Galois-Theorie. Jetzt sind wir bei der Hälfte, machen wir ein paar Minuten Pause, gleich geht's weiter. Ja, also was wir heute, ich male das ist Mini-Bild nochmal hin, immer haben, ist ja diese Situation. Wir haben eine Erweiterung L über K, die dann meistens direkt als Galois-Erweiterung vorausgesetzt ist und wir haben hier einen Zwischenkörper Z. Das erste Ergebnis heute, dieses Lemma, das war die Überlegung, relativ kurze Überlegung, dass wenn diese Erweiterung L über K Galois ist, eine Galois-Erweiterung ist, dann hat man diese Eigenschaften auch hier oben. Dann ist auch L über Z eine Galois-Erweiterung. Das sollte man sich merken, das gilt immer. Das hier unten nicht unbedingt immer eine Galois-Erweiterung. Und genau darum geht es jetzt in der nächsten Aussage, nämlich dass hier unten ist genau dann eine Galois-Erweiterung, wenn, wie sieht es mit den Untergruppen aus? Da haben wir ja gesagt, hier unten ist die große Gruppe und hier ist eine entsprechende Untergruppe. Und dann sieht es so aus, dass da unten ist eine Galois-Erweiterung, genau dann, wenn diese Untergruppe U ein Normalteiler in G ist. Das wird die nächste Aussage. Okay, Lemma oder Satz ist es sogar, Satz 25.3. Wieder wie die ganze Zeit, es sei LK eine endliche Galois-Erweiterung. Es sei L über K
eine endliche, aber ich hatte gesagt, wir schauen uns gerade eigentlich nur noch endliche Erweiterung an, haben den Begriff auch nur dafür definiert. Endliche Galois-Erweiterung mit G der Galois-Gruppe, also G abkürzend für Galois-Gruppe, L über K, Automorphismengruppe von L über K. So, für einen Zwischenkörper Z, mit, wir brauchen auch die Untergruppe, die dazu gehört, also mit korrespondierender Untergruppe, U. Ich hätte das auch so schreiben können. Was ist die Untergruppe, die zu diesem Zwischenkörper gehört? Ja, das war, nach dieser Bijektion war das diese Untergruppe. Das heißt, U ist die Untergruppe out L über Z. Die Automorphismen, die nicht nur auf dem Grundkörper K die Identität sind, sondern auch auf dem Zwischenkörper Z. Für einen Zwischenkörper Z mit korrespondierender Untergruppe U gilt Doppelpunkt. Ich hatte es eben wiederholt, die obere Erweiterung L über Z ist eh immer Galois, aber die untere Erweiterung Z über K ist Galois genau dann, wenn diese Untergruppe ist ein Normalteiler in der Gruppe G. Und wenn das so ist, ist dies erfüllt, so gilt Doppelpunkt. Ja, wenn die untere Erweiterung Z über K Galois ist, dann hat die also auch eine Galois-Gruppe von Z über K. Und da kommt dann genau heraus G modulo U. Kann ich ja bauen, sobald ich einen Normalteiler U in G habe. G modulo U. Okay, hier wollen wir jetzt nicht mehr alles beweisen, aber durch eine Richtung will ich uns hier noch durchquälen. Also Beweis, eine Implikation wollen wir nochmal durchdenken, von links nach rechts. Wenn die Erweiterung Galois ist, Z über K Galois, warum ist dann diese Untergruppe ein Normalteiler? Das wollen wir mal durchdenken. Ja, dann ist die Erweiterung insbesondere normal. Galois heißt ja, eine Möglichkeit zu definieren war ja normal und separabel. Dann ist die Erweiterung insbesondere normal. Und jetzt nehmen wir mal ein Element aus der Galois-Gruppe von L über K her, also ein Phi aus dieser Gruppe G, und wollen das aber nur auf die Elemente aus Z auf dem Zwischenkörper anwenden. Also so ähnlich wie in dem Beispiel vorher, wo wir so einen Automorphismus sozusagen von oben hatten und dann nur auf so einen kleineren Körper eingeschränkt haben. Also ein Phi aus G definiert, ich kann das ja einschränken auf Z, dann kriege ich eine Abbildung von Z zunächst mal nach L. Das ist eigentlich immer noch die gleiche Abbildung Phi, Alpha wird abgebildet auf Phi von Alpha, aber jetzt nur für Elemente aus Z angewandt. Vorher war das Phi ja ein Automorphismus von L oder ein Homomorphismus von L nach L, jetzt von Z nach L. Dann könnten wir das aber auch lesen, Komma, und somit auch, ob ich da auf der rechten Seite L oder was noch Größeres hinschreibe, ist auch egal. Und somit auch Phi eingeschränkt auf Z, sagen wir von Z in einen algebraisch abgeschlossenen Körper, Z quer, algebraischen Abschluss. Ja, und jetzt war es so, bei normalen Erweiterungen hatten wir auch verschiedene Bedingungen. Also normal hieß zunächst mal, dass all diese Minimalpolynome zerfallen. Haben wir dann aber auch gesagt, dass das ein Zerfällungskörper ist. Und eine Bedingung, die wir noch da noch hatten, die dritte bei normalen Erweiterungen, Satz 23.2 über normale Erweiterungen, jetzt angewandt auf die Erweiterung Z über K, war, dass wann immer ich so einen K-Homomorphismus habe, kommt da bei Z wieder der Körper Z heraus. Also die dritte Bedingung bei normalen Erweiterungen, die sagt uns, dass wenn ich so einen K-Homomorphismus habe hier von Z in einen algebraisch abgeschlossenen Körper, dann kommt da einfach wieder Z heraus. Also hier kommt wieder Z heraus. Hier könnte ich aber auch Phi von Z schreiben, ne? Also einfach Phi angewandt auf alle Elemente aus Z, kommt wieder dieser Zwischenkörper Z heraus. So, und jetzt einmal diese Normalteilereigenschaft nachgerechnet. Jetzt zu zeigen, Doppelpunkt. Was ist zu zeigen? Also U soll ein Normalteiler sein, das heißt, ich muss ein Gruppenelement hernehmen, das heißt jetzt immer Phi, weil es ja so ein Automorphismus ist, und ich muss ein Element aus der Untergruppe U hernehmen, das heißt jetzt mal Psi,
und ich muss das konjugieren und es soll wieder in U liegen. Ne? Also wir rechnen gerade irgendeine Normalteilereigenschaft nach. Also Phi Kreis Psi Kreis Phi hoch minus 1 soll wieder in der Untergruppe U liegen. Und was war diese Untergruppe U? Das waren, U gehört ja zu dem Zwischenkörper Z, also das waren die Automorphismen von L, die auf dem Zwischenkörper Z die Identität sind. Also, wenn das da drin liegen soll, muss ich das hier auf alle Elemente aus Z anwenden und testen, dass wieder das gleiche Element herauskommt. Das soll ein Element von dieser Gruppe sein, die aus den Automorphismen besteht, die auf Z eingeschränkte Identität sind. Also muss ich das hier auf alle Elemente aus Z anwenden. Also hier Nachweis von dem, was hier zu zeigen ist. Beweis, Doppelpunkt, für alle Alpha aus Z. Was ist Phi Kreis Psi Kreis Phi hoch minus 1 von Alpha? Ja, also nur noch mal so, die Gruppen, die wir uns gerade anschauen, sind ja solche Automorphismengruppen. Deswegen die Verknüpfung, die wir in diesen Gruppen haben, ist natürlich immer die Abbildungskomposition. Hintereinander ausführen von Automorphismen liefert wieder einen Automorphismus. Deswegen steht hier überhaupt das hier, die Abbildungskomposition. Und gut, das ist jetzt einfach Phi von Psi von Phi hoch minus 1 von Alpha mit vielen Klammern. Und jetzt haben wir uns vorher überlegt, wenn ich so ein Element aus G nehme, Phi oder Phi hoch minus 1, ist ja egal, dann bildet das Z auf Z ab. Also wenn ich ein Element aus G nehme, dann bildet das Z auf Z ab. Das heißt, das hier drin, weil Alpha aus Z ist, ist wieder aus Z. Das da drin ist wieder aus Z. Das Psi ist aber schon aus dieser Untergruppe U, wo die Elemente Automorphismen sind, die auf Z eingeschränkt die Identität sind. Also wenn ich Phi nur auf Psi, nur auf Elemente aus Z anwende, dann ändert das gar nichts. Das heißt also, dass Psi auf so ein Element aus Z angewandt, verändert das gar nicht. Also steht hier Phi von Phi hoch minus 1 von Alpha, also kommt tatsächlich Alpha heraus. Also da das für alle Alpha aus Z gilt, haben wir nachgerechnet, Phi Kreis Psi Kreis Phi hoch minus 1 ist auch ein Element von dieser Untergruppe, von dieser Gruppe out LZ, also von dieser Untergruppe U. Okay, also Normalteilereigenschaft können wir tatsächlich so nachrechnen, wenn wir da durchgehen. Ja, nochmal ganz grundlegend zu verstehen, die Gruppen, die wir hier anschauen, das sind ja eigentlich immer Automorphismengruppen, also die Verknüpfung, die da besteht, ist immer diese Abbildungskomposition. Automorphismen werden hintereinander ausgeführt und das liefert uns diese Gruppe. So, dann wollen wir den Beweis hier aber auch dann beenden, beziehungsweise noch ein paar Kommentare. Die Einschränkung, was können wir jetzt machen? Ich nenne die mal Großphi, die Abbildung von unserer Gesamt-Galois-Gruppe in die Automorphismen von Z über K. Automorphismen von Z über K. Nämlich, wir nehmen so ein Phi, was zunächst mal ein Automorphismus von L ist, und schränken das einfach ein auf Z. Dann kommt ein Automorphismus von Z heraus, ist dann definiert. Wir hatten uns oben überlegt, dass da, wenn ich die auf Z einschränke, dass dann das wirklich Abbildungen von Z nach Z liefern. Also ist dann definiert. Und irgendwie per Konstruktion, per Definition ist Phi ein Homomorphismus von Gruppen. Phi ist ein Homomorphismus. Wenn ich zwei Abbildungen hintereinander ausführe, dann werden hier auch die Einschränkungen hintereinander ausgeführt. Ist ein Homomorphismus. Und was ist der Kern per Konstruktion? Sind das die, wenn ich sie auf Z einschränke, die Identität werden? Also sind genau die Automorphismen von L, die sowieso schon auf Z die Identität sind. Also ist genau diese Untergruppe U, out LZ. Ja, Kern sind die, wenn ich sie auf Z einschränke, zur Identität werden. Also ist das genau diese Gruppe out LZ, U. Und wenn wir jetzt noch wüssten, dass dieses Großphi eine surjektive Abbildung ist, dann hätten wir hier einen surjektiven Homomorphismus oder haben wir von G in die Gruppe out ZK mit diesem Kern U, also ist G modulo U isomorph zu out ZK. Das ist jetzt der Homomorphiesatz der Gruppentheorie.
Der Homomorphismus geht von G aus und hat den Kern U und ist surjektiv, also kommt heraus G modulo U isomorph zu dem Bild und das ist AUZK. Okay, dass dieses groß Phi surjektiv ist, wollte ich aber nicht machen. Und die andere Implikation hier oben, wir haben ja hier nur eine nachgerechnet, wenn die Erweiterung Z über K Galois ist, dann konnten wir das mit der Normalteilereigenschaft nachrechnen. Andere Richtung ist ungefähr genauso lang. Also Beweis von Phi, dass das hier vollständig aufgeschrieben ist sozusagen, Beweis von Phi surjektiv und die Implikation von rechts nach links lassen wir aber jetzt hier weg. Das haben wir genug bewiesen für heute. Weggelassen, ich schreibe meinen Standardtext, siehe Literatur, in den entsprechenden Algebra-Skripten und Lehrbüchern können wir das natürlich finden. Beweis weggelassen. Okay, also nochmal diese Aussage aus dem Satz, die sollten wir uns merken. Wir haben hier immer so eine Galois-Erweiterung über K mit einem Zwischenkörper. Erste Aussage heute, das Lemma vorhin war, dass hier oben ist dann automatisch auch sowieso Galois. Und wann ist diese untere Erweiterung Galois? Genau dann, wenn auf der rechten Seite bei den Untergruppen das Bild so aussieht, dass diese Untergruppe hier sogar ein Normalteiler ist. Genau dann ist diese untere Erweiterung auch eine Galois-Erweiterung. Ja, wollen wir das mal in unserem Beispiel anwenden? In unserem Beispiel da mit der S3. Also Beispiel, Klammern, Fortsetzung von diesem Beispiel. Ich will das nicht alles wieder aufschreiben. Beispiel, Fortsetzung. Ja, wir hatten da so ein Beispiel, wo die Galois-Gruppe S3 war. Was hat die S3 für Normalteiler? Außer den trivialen nur einen, nämlich nur die A3. S3 hat genau einen, ich nenne es mal nicht trivialen Normalteiler, nämlich die A3. Ja, also wenn wir nochmal zu unserem Bild mit den Untergruppen von der S3 von vorhin zurückgehen, das ist die A3, die ist immer ein Normalteiler, AN ist immer ein Normalteiler in der SN, dann gibt es natürlich sozusagen die trivialen Normalteiler und diese Untergruppen, wissen wir ja vielleicht noch, die sind keine Normalteiler in der S3, ne? Die sind alle zueinander konjugiert. Ich kann diesen einen Zweizykel konjugieren und dann lande ich beim anderen Zweizykel und so. Ne? Also die sind keine Normalteiler, die sind alle zueinander konjugiert. Wir haben nur diesen einen nicht-trivialen Normalteiler. Also bei den Körpern, bei den Zwischenkörpern, nach unserem Ergebnis von gerade eben, 25,3, diese Körpererweiterung L, das war die Erweiterung dritte Wurzel 2 und Zeta, Q-Atym geht dritte Wurzel 2 und Zeta, diese Erweiterung von Q hat genau einen nicht-trivialen Zwischenkörper, für den die untere Erweiterung Galois ist. Also hat genau einen nicht-trivialen Zwischenkörper Z, für den die untere Erweiterung, also Z über Q, Galois ist. Einen Zwischenkörper Z nicht trivialen, denn natürlich ist die kleinste Erweiterung Q über Q ist eine Galois-Erweiterung und die Gesamterweiterung wissen wir ja eh schon, L über Q ist auch eine Galois-Erweiterung, aber wie ist das für echte Zwischenkörper? Nur bei dem, wo diese Untergruppe zu einem Normalteiler gehört. Und ja, wenn wir unser Bild anschauen, muss das also genau der Zwischenkörper sein, der hier sozusagen zur A3 gehört. Und die haben wir ja hier von diesen Zahlen her unterschieden. Ne? Diese hier hatten da unten Zahlen 3 und 2 und das waren diese Grade der Erweiterung. Also das muss dieser Zwischenkörper sein von den Zahlen her, ne? In dem Bild. Was will ich aufschreiben? Das nochmal dran erinnert, wie hatte ich die überhaupt in dem Bild richtig eingeordnet? Das konnten wir an den Zahlen erkennen. Also der Index von A3 in der Gruppe S3, der ist 2. Ja? Das ist einfach S3 Ordnung 6 durch A3 Ordnung 3 ist 2. Ist der gleiche wie der Index von dem entsprechenden Zwischenkörper Z über Q, muss dies also der Körper sein, den wir da rechts hingemalt hatten, Q adjungiert Z. Muss dies Q adjungiert Z sein.
Und in diesem kleinen Beispiel hätten wir uns das auch so überlegen können, welche von den Zwischenkörpern haben die Eigenschaft, dass sie schon selbst eine Galois-Erweiterung von Q liefern. Denn das hier ist eine Galois-Erweiterung von Q. Also hier hätten wir das auch anders oder schon vorher gewusst. Also in der Tat ist diese Erweiterung Q adjungiert Z über Q Galois. Da, wir können das auch einfach als Zerfällungskörper hinschreiben, da Zerfällungskörper von, ja, was habe ich hier ja gemacht? Ich habe eine dritte Einheitswurzel dazu adjungiert und dann könnten wir sagen, es ist der Zerfällungskörper von x hoch 3 minus 1. Wir haben die eine Nullstelle 1, Alpha gleich 1 und dann haben wir eben die anderen Nullstellen Alpha gleich Zeta und Zeta Quadrat dann hier mit dabei. Das ist also Zerfällungskörper davon. Oder alternativ könnten wir auch das Polynom benutzen oder alternativ x Quadrat plus x plus 1, das Minimalpolynom von Z über Q hätte ich hier auch hinschreiben können. Ne? Wenn ich hier schon die eine Nullstelle x minus 1 rausdividiere, dann landen wir bei diesem Minimalpolynom von Z über Q. Also das wissen wir eigentlich eh, dass diese Erweiterung Galois ist und eben auch, dass die anderen Erweiterungen aus diesem Bild hier nicht Galois-Erweiterungen von Q sind. Ne? Denn da ist ja die Situation genau wieder so, hier ist ja nur die eine Nullstelle von x hoch 3 minus 2 dabei, aber nicht die anderen. Das will ich noch als letztes zu diesem Beispiel aufschreiben. Hingegen sind diese anderen Erweiterungen, hingegen sind Q adjungiert dritte Wurzel 2 über Q und so weiter, die beiden, die da noch daneben stehen, nicht Galois. Wussten wir eigentlich auch schon vorher, dass die Erweiterungen nicht Galois sind, denn da fehlen ja dann eben immer entsprechend die anderen Nullstellen vom Polynom x hoch 3 minus 2. Also das passt genau zu dem Ergebnis von gerade eben. Die Galoischen, die Erweiterungen, die Zwischenkörper, sodass das hier Galois ist, erkennen wir an den Normalteilern. Bei S3 gibt es da nur diesen einen, also ist das Bild hier genauso, wie ich es aufgeschrieben habe. Okay, machen wir noch ein zweites Beispiel. Beispiel. Und in dem Übungsblatt, dem neuen, was wir heute rausbringen, also das letzte Übungsblatt sozusagen mit Hausaufgaben, nächste Woche gibt es noch eins, nur noch was für die letzte Tutorübung. Also in dem letzten Übungsblatt, Blatt 13, da werden wir ganz viele Erweiterungen von Q anschauen und versuchen, die Galois-Gruppe zu bestimmen und dann eben diesen Hauptsatz anzuwenden, damit alle Zwischenkörper zu bestimmen. Ne? Denn das ist sozusagen das Ergebnis von Galois-Theorie, was wir anwenden müssen, dann immer, was wir anwenden wollen können. Also den Hauptsatz benutzen, um die Zwischenkörper zu bestimmen. Und sowas mache ich jetzt hier schon mal in einem kleinen Beispiel hier vor. Nämlich, wir nehmen jetzt mal zur Abwechslung ein nicht irreduzibles Polynom. Auch davon können wir ja Zerfällungskörper bauen. Nehmen wir mal dieses Polynom, Q adjungiert x Quadrat minus, also x Quadrat minus 2 und x Quadrat minus 3. Und dann Q adjungiert die Nullstellen davon. Also was ist hier von der Zerfällungskörper? Zerfällungskörper von F in C. Ja, wie immer ist das einfach der Körper L gleich Q adjungiert alle Nullstellen. Die Nullstellen sind plus minus Wurzel 2 und plus minus Wurzel 3. Natürlich brauche ich die mit Minus nicht extra dazu tun zum Körper. Die sind dann automatisch mit dabei. Und in Klammern, das, was wir uns letzte Vorlesung überlegt hatten, wann immer wir diesen Ansatz machen, einfach einen Zerfällungskörper über Q, haben wir schon direkt eine Galois-Erweiterung. Also L über Q wird eine Galois-Erweiterung sein, denn Zerfällungskörper sind immer normal und über Q ist jede algebraische Erweiterung separabel. Also haben wir so direkt eine Galois-Erweiterung über Q. Dann, diese Erweiterung haben wir uns sowieso schon mal angeschaut mit den beiden Wurzeln hier und wir wissen, die hat Grad 4 über Q. Ne? Das mussten wir in den Übungen einmal nachrechnen, dass das wirklich so ist, wie man hier erwarten würde, dass die Wurzeln sozusagen über Q linear unabhängig sind, also dass das zwei verschiedene Schritte sind, einzelne, und deswegen kam hier der Grad 4 heraus. Das brauchen wir, um die Gruppe zu bestimmen, denn wir wissen vielleicht noch vom letzten Mal von Galois-Erweiterungen, dieser Grad ist immer genau die Ordnung der Galois-Gruppe. Also für G definiert die Galois-Gruppe dieser Erweiterung L über Q gilt, die hat genau die Ordnung,
wie dieser Grad der Erweiterung. Also die hat genau die Ordnung 4. Diese Gruppe hat genau die Ordnung 4. So, wie kann ich die jetzt vom Isomorphietyp sozusagen her bestimmen? Also wie ging das in dem anderen Beispiel, dass da die S3 herauskam? Das geht so, dass wir uns überlegen, das sind ja zunächst mal Automorphismen, also sozusagen schwierigere Objekte, aber wir lassen die dann nur auf die Nullstellen wirken. Also diese Automorphismen müssen ja immer diese Nullstellen von diesem Polynom permutieren. Und hier können wir sogar noch mehr sagen. Also jedes Phi aus G muss die Nullstellen von x² minus 2 beziehungsweise x² beziehungsweise von x² minus 3 jeweils permutieren. Jeweils permutieren. Jeweils permutieren. Also das war vielleicht ein unscheinbares Ergebnis, so ein Lemma nebenbei, was wir uns mal überlegt hatten, aber was jetzt hier für uns immer recht wichtig ist, dass die Elemente aus der Galois-Gruppe, das sind ja K-Homomorphismen, also in diesem Fall Q-Homomorphismen, Q-Automorphismen von diesem großen Körper. Und wann immer ich dann so ein Polynom über Q habe, müssen da die Nullstellen wieder auf Nullstellen abgebildet werden. Also hier, ich kann zum Beispiel dieses Polynom über Q nehmen und dann jeder dieser Automorphismen muss die Nullstellen davon wieder auf Nullstellen davon abbilden. Und damit habe ich für so ein Phi nur die Möglichkeiten, Wurzel 2 kann nur auf Plus oder Minus Wurzel 2 abgebildet werden und Wurzel 3 kann nur auf Plus oder Minus Wurzel 3 abgebildet werden. Aber wenn ich weiß, was mit Wurzel 2 und Wurzel 3 passiert und das Phi ist insgesamt ein Q-Automorphismus von diesem Körper, dann ist das Phi damit vollständig bestimmt. Ne? Auf Q ist das Phi sowieso die Identität, dann muss ich nur noch wissen, was passiert mit diesen erzeugenden Elementen mit dem Phi. Also da haben wir ja nur jetzt vier Möglichkeiten. Bei jeder der beiden Wurzeln habe ich 2 Möglichkeiten, 2 mal 2 insgesamt 4 Möglichkeiten. Und wir wissen, es gibt sowieso genau vier Automorphismen, also ist Phi damit vollständig, ist so ein Automorphismus, die gesamte Automorphismengruppe damit sozusagen beschrieben. Also wegen so ein Phi ist eingeschränkt auf Q sowieso die Identität. Und die Erweiterung, die wir uns gerade anschauen, ist ja nur Q adjungiert diese beiden Wurzeln. Also jedes Element da drin lässt sich schreiben mit rationalen Zahlen und diesen beiden Wurzeln. Ist Phi damit vollständig bestimmt? Ist Phi dadurch bestimmt, schreibe ich einfach. Ist Phi dadurch bestimmt? Und da die Galois-Gruppe sowieso genau 4 Elemente hat und wir hier auf 4 Möglichkeiten gekommen sind, haben wir die Gruppe damit vollständig beschrieben. Damit ist G vollständig beschrieben. Ja, das ist eine Gruppe von Automorphismen und der eine bildet Wurzel 2 auf Wurzel 2 ab und Wurzel 3 auf Minus Wurzel 3 zum Beispiel. Der nächste irgendeine andere Möglichkeit, die auf ihre negativen oder sich selbst abzubilden. So, was für eine Gruppe kommt da jetzt heraus, so vom Typ her? Ja, da stellen wir Folgendes fest. Also jedes Phi, was ist, wenn ich das zweimal anwende? Also die Verknüpfung in dieser Automorphismengruppe ist ja immer die Abbildungskomposition. Also 4 hoch 2 heißt einfach zweimal Phi angewandt. Phi hoch 2 von Wurzel 2 zum Beispiel ist Phi von Wurzel 2. Ja, und jetzt gäbe es zwei Möglichkeiten. Das Phi könnte Wurzel 2 auf sich selbst abbilden. Dann kommt hier einfach Wurzel 2 insgesamt heraus. Es könnte Wurzel 2 auf minus Wurzel 2 abbilden. Dann würde das hier aber wieder durch das zweimal anwenden auch wieder zurück abgebildet werden. Also in jedem Fall Phi Quadrat von Wurzel 2 ist Wurzel 2. Und ebenso, wenn ich das zweimal anwende auf Wurzel 3, naja, wird es vielleicht erst auf minus Wurzel 3 abgebildet, aber dann wieder zurück. Also Phi Quadrat von Wurzel 3 ist Wurzel 3. Das heißt, jedes solche Phi ist im Quadrat die Identität. Jedes solche Phi, wenn ich das zweimal anwende, ist es die Identitätsabbildung. Das heißt, wir haben hier gerade eine Gruppe,
abstrakte Gruppe mit solchen Automorphismen, aber das ist eine Gruppe mit vier Elementen und jedes Element aus Phi ist im Quadrat die Identität, jedes Element ist selbst invers. Da wissen wir, welche Gruppe das ist. Ne? Das ist die kleinste Vierergruppe vom Typ her. Also daraus folgt, G ist die kleinste Vierergruppe. Die hatten wir oder die könnten wir so hinschreiben. Z2 kreuz Z2 vom Isomorphie-Typ. Kleinste Vierergruppe. Kleinste Vierergruppe. Z2 kreuz Z2. Das ist die diese Gruppe mit vier Elementen, wo alle Elemente selbst invers sind, im Quadrat das neutrale Element. Ja, und jetzt wollen wir wieder den Hauptsatz anwenden. Jetzt würde ich gerne von dieser Erweiterung von Q alle Zwischenkörper bestimmen. Und das Gute ist, es ist eine Galois-Erweiterung mit einer ziemlich kleinen Galois-Gruppe, von der wir alle Untergruppen aufschreiben könnten. Also starten wir wieder so. Was ist der Untergruppengraph? Untergruppengraph von Z2 kreuz Z2, Doppelpunkt. Ja, das ist eine Gruppe mit vier Elementen. Die hat nur Untergruppen der Ordnung 1, 2 oder 4. Und ich mache das wieder so rum, dass ich die kleinste Untergruppe, also die triviale mit dem neutralen Element, ganz oben hinschreibe. Und die Gesamtgruppe, ja, nennen wir die auch hier einfach G, nach ganz unten hinschreibe. Und dann gibt es ja nur noch Untergruppen von Ordnung 2 dazwischen. Und das sind genau die, die von einem selbstinversen Element erzeugt werden. Und ja, die Gruppe enthält vier Elemente, das neutrale Element. Und dann eben diese drei Elemente der Ordnung 2, die liefern mir hier drei. Ich will denen keine Bezeichnung geben, weil wir das nicht brauchen. Aber das liefert mir hier drei Untergruppen der Ordnung 2, die drei Elemente der Ordnung 2, die ich in dieser Gruppe habe. Eine kleinste Vierergruppe hat ja neutrales Element und drei Elemente A, B, C, die alle eine Untergruppe der Ordnung 2 erzeugen. Also, Hauptsatz der Galois-Theorie angewandt, die Zwischenkörper können wir jetzt alle aufschreiben. Zwischenkörper von dieser Erweiterung, Q adjungiert Wurzel 2, Wurzel 3 über Q, Doppelpunkt. Und jetzt hier nochmal eben in Klammern, was wir natürlich dann immer benutzen, um dahin zu gehen, ist der Hauptsatz der Galois-Theorie. Hauptsatz der Galois-Theorie. Wenn ich schon die Untergruppen kenne, dann kenne ich auch alle Zwischenkörper. Hauptsatz der Galois-Theorie. Also diese, wie man es auch eben nennt, sogenannte Galois-Korrespondenz. Ganz oben steht der große Körper L. Ganz oben ist der Körper L. Ganz unten ist der Körper Q und da gibt es jetzt also genau drei Zwischenkörper. Was gibt es hier für Zwischenkörper? Ja, ich könnte ja nur eine so eine Quadratwurzel dazu tun. Ich könnte nur Q adjungiert Wurzel 2 nehmen, also nur Wurzel 2 an Q dazu tun, dann lande ich hier. Ebenso könnte ich den Zwischenkörper betrachten, Q adjungiert Wurzel 3. Und dann gibt es noch einen weiteren, der auch von einer Quadratwurzel erzeugt wird, weil er auch hier eben gerade 2 haben muss. Und ja, wenn man ein bisschen überlegt, findet man, ich könnte ja auch Wurzel 6 nehmen, das ist da ja auch mit dabei. Wurzel 2 mal Wurzel 3 ist da mit dabei in diesem Körper. Also gibt es auch die Quadratwurzel aus 6 und die liefert auch eine Erweiterung vom Grad 2 über Q, die hier mit dabei ist. Okay, nochmal, wenn wir diese Frage hier vor der heutigen Vorlesung untersucht hätten, in den Übungen oder so, was sind alle Zwischenkörper von dieser Erweiterung? Dann wäre man mit ein bisschen Überlegung darauf gekommen, ja gut, es gibt diesen Zwischenkörper, es gibt diesen Zwischenkörper und dann wäre man auch auf den hier vielleicht gekommen, es gibt auch den Zwischenkörper Q adjungiert Wurzel 6. Aber wie hätten wir begründen können oder wissen wollen, ob das alle Zwischenkörper sind? Ich kann ja alle möglichen Elemente hier bauen. Ich kann so ein Element bauen wie Wurzel 2 plus Wurzel 3, wo wir vielleicht noch wissen, da hatten wir schon überlegt, das erzeugt hier tatsächlich den Gesamtkörper. Aber ich könnte irgendwelche Elemente aus den beiden zusammenbauen und davon gibt es dann erzeugte Zwischenkörper. Und ob das nicht irgendwie neue sind, die hier noch fehlen, Q adjungiert irgendwas oder sowas, hätten wir nicht ausschließen können, nicht wissen können. Und
erst eben durch diesen Hauptsatz der Galois-Theorie wissen wir wirklich, nee, wenn es nur da oben von dieser Gruppe, die wir gut verstehen, nur diese drei Untergruppen gibt, dann muss das auch so sein, dass es hier keine weiteren Zwischenkörper gibt. Okay, wie gesagt, solche Beispiele, das ist sozusagen das, was uns dann hauptsächlich hier von der Galois-Theorie interessiert, für solche gegebenen Polynome sich zu überlegen, wie sieht die Galois-Gruppe aus? Also meistens ist damit gemeint, irgendwie den Isomorphietyp zu bestimmen. Und damit können wir dann eben die Frage klären, was gibt es da alles für Zwischenkörper? Jetzt gibt es, glaube ich, nur noch ein letztes Ergebnis für heute. Genau, ein Lemma, Lemma 25.4. Lemma 25.4. Ja, jetzt nehmen wir ein, hier ist es jetzt wieder allgemein gehalten, also nicht über Q, sondern über den Grundkörper K. Also es sei ein F aus K adjungiert X irreduzibel vom Grad N und setzen wir auch voraus separabel. Dann hat es also n paarweise verschiedene Nullstellen im Zerfällungskörper oder im algebraischen Abschluss. Komma, L soll auch direkt ein Zerfällungskörper sein, also L ein Zerfällungskörper von F über K, ein Zerfällungskörper von F über K, G die Galois-Gruppe, wir wissen ja, das ist dann eine Galois-Erweiterung, L über K, denn es ist Zerfällungskörper eines separablen Polynoms. Eine der Bedingungen für Galois-Erweiterung ist also Galois-Erweiterung. Und was wir ja dann immer anschauen, ist, diese Automorphismen permutieren die Nullstellen. Und das ein bisschen abstrakter ausgedrückt, wir haben da so eine Operation, dann ist die Gruppenoperation, also dann ist die Operation, von G auf den Nullstellen von F transitive Operation, also die ganzen Begriffe tauchen hier schon nochmal wieder auf, dann ist die Operation transitiv, im Beweis werden wir gleich wiederholen, was das hieß, dass es nur eine Bahn gibt, und es folgt, das ist jetzt das, was uns damit hauptsächlich interessiert, und es folgt, Doppelpunkt n, also dieser Grad vom Polynom, ist ein Teiler der Ordnung dieser Galois-Gruppe. N ist ein Teiler der Ordnung von G. Beweis. Also das Polynom ist hier als separabel vorausgesetzt und vom Grad N. Das heißt also anders formuliert einfach, es hat N paarweise verschiedene Nullstellen. Also F hat N paarweise verschiedene Nullstellen. F hat n paarweise verschiedene Nullstellen, da brauche ich Bezeichnungen Alpha 1 bis Alpha n in diesem Zerfällungskörper L. Grundkörper K natürlich noch keine Nullstellen, weil es da irreduzibel ist, aber in diesem Zerfällungskörper L. Was hieß Zerfällungskörper? Zerfällungskörper heißt, dass der nicht sozusagen unnötige Elemente enthält, sondern dass er der kleinste Körper ist, wo das F seine Nullstellen über K hat. Also K adjungiert diese Nullstellen. L ist gleich K adjungiert Alpha 1 bis Alpha n. Das hieß Zerfällungskörper. So, und jetzt brauchen wir Automorphismen. Ich schreibe mal so los, wie im Beweis von 23.2 bei normalen Erweiterungen. Folgende Aussage haben wir da uns überlegt gehabt, nämlich wenn ich jetzt hier zwei verschiedene Nullstellen hernehme, also für alle ij von 1 bis n, den ich dann irgendwelche Nullstellen hernehme, Alpha i und Alpha j, existiert auch wirklich ein K-Homomorphismus, der die eine auf die andere abbildet. Existiert ein K-Homomorphismus zunächst mal von L nach L quer, der die eine Nullstelle auf die andere abbildet, also mit Phi von Alpha I gleich Alpha J, eine Nullstelle auf die andere abbildet. Und das konnten wir damals folgern, weil dieses Polynom irreduzibel ist. Ich male jetzt hier gleich nochmal eine Skizze, um dann noch einmal so ins Detail einzusteigen und dann ist genug. Also was war die Situation? Wir haben den Grundkörper K
Und jetzt haben wir zwei möglicherweise verschiedene Nullstellen von diesem einen irreduziblen Polynom dazu getan. Und dann landen wir hier bei zwei verschiedenen Körpern. K adjungiert die eine Nullstelle, K adjungiert die andere Nullstelle. Aber dann haben wir uns überlegt gehabt, die sind isomorph zueinander. Oder genauer, es gibt da einen K-Homomorphismus, der die eine Nullstelle Alpha I auf die andere Nullstelle Alpha J abbildet. Das, genau, das hier mache ich auch einen Pfeil hin. Das konnten wir folgern, weil das Polynom irreduzibel ist. Dann, wenn ich da nur eine Nullstelle hinzufüge, dann sind diese Körper isomorph und es gibt einen K-Homomorphismus. Und den kann man tatsächlich dann fortsetzen, hochheben zu einem von L nach L quer, der eben Alpha I auf Alpha J abbildet. Wenn dann die Gesamterweiterung L über K normal ist, wie gesagt, wir müssen hier, oder wollen wir noch einmal so wirklich ins Detail da reinschauen, wenn die Gesamterweiterung L über K normal ist, dann kann man dann, dann folgt daraus, dass dieses Phi L auf sich selbst abbildet, also hätte ich das hier auch schreiben können als Phi von L nach L, und damit ist es dann ein Element der Galois-Gruppe. Ein Automorphismus von L auf K, sowieso die Identität, wir schauen immer nur K-Homomorphismus an, Phi ist ein Element der Galois-Gruppe von L über K, und jetzt ebenso wie das gebaut ist, Phi bildet die eine Nullstelle Alpha I auf die andere Alpha J ab. Also, wenn wir so ein irreduzibles Polynom haben, dann gibt es immer ein Element der Galois-Gruppe, was die eine Nullstelle auf die andere abbildet. Das heißt, wenn ich wieder nur die Permutation von diesen Nullstellen sozusagen betrachte, das zeigt Doppelpunkt, die Operation von G auf dieser Menge der Nullstellen auf Alpha 1 bis Alpha N, da gibt es dann für alle Paare von Nullstellen immer ein Gruppenelement, was die eine auf die andere abbildet. Anders formuliert, diese Operation ist transitiv. Alle Elemente liegen in der gleichen Bahn. Ist transitiv. Und das folgt, die Mächtigkeit dieser Menge ist das gleiche wie die Länge einer Bahn, hier zum Beispiel vom ersten Element. Das hatten wir bei Gruppenoperation damals immer Bahnlänge genannt. Also das Element Alpha 1, das wird auf alle anderen abgebildet mit einem entsprechenden Gruppenelement. Und das ist immer ein Teiler von der Gruppenordnung, so eine Bahnlänge. Denn das hatten wir als Index einer Fixgruppe bei Gruppenoperationen beschreiben können. Ist jedenfalls immer ein Teiler von der Gruppenordnung. So eine Bahnlänge ist immer ein Teiler von der Gruppenordnung. Das wollten wir noch herausfinden. Okay, also dieses Ergebnis sollten wir noch kennen. Wenn wir ein irreduzibles Polynom haben vom Grad n und separabel, dann ist die Operation der Galois-Gruppe auf den Nullstellen transitiv und damit können wir das folgern. Das war jetzt ein anderes Beispiel oder sozusagen andere Situation als dieses Beispiel hier, ne? Da haben wir mal eine Galois-Gruppe hier so bestimmt von einem nicht irreduziblen Polynom. Dann werden sozusagen diese Nullstellen einzeln permutiert und die hier, so war das ja hier. Es gibt hier kein Phi, es ist nicht möglich, Wurzel 2 auf Wurzel 3 abzubilden, das führt irgendwie zum Widerspruch. Aber wenn ich ein irreduzibles hätte, dann wäre das immer möglich, eine Nullstelle auf die andere abzubilden. Gut, okay, also das war noch viel Arbeit heute, hier die Ergebnisse zur Galois-Theorie, aber damit sind wir jetzt durch. Wie geht's jetzt noch weiter? Nächste Vorlesung machen wir endliche Körper, also nicht direkt hiermit weiter. Endliche Körper, Vorlesung 26. Dann 27 wollen wir das von heute noch anwenden für die Auflösbarkeit von Gleichungen durch Radikale. Also 27 ist Auflösbarkeit. Da, also am nächsten Montag, da setzen wir sozusagen hier dann wieder mit an oder benutzen die Ergebnisse von heute dafür. Gut, okay. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis später in den Übungen.